Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. In der letzten Folge habe ich mich ein bisschen mit so einem Typen rumgeschlagen, der Teleskopzappler. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr auf den. Das heißt, ich werde mich jetzt auch nicht mit irgendeinem Gift rumärgern, das wahrscheinlich dort auf mich wartet, so wie das aussieht. Den zweiten, den haben wir schon besiegt hier. Hier im Wald ist auch noch eine Kleinigkeit, die ich killen könnte, aber der ist auch ziemlich nervig. Ich möchte eigentlich nichts. Ich möchte jetzt ein bisschen gemütlich machen. Und deswegen werde ich in die Hauptstadt gehen und mich dort durchprügeln. In aller Ruhe. Einen Gegner nach dem anderen. Wir prügeln uns durch diese wunderbare Stadt. Leyendell? Leyendell? Irgendwie so heißt sie. Ich will da oben zu dem Tor kommen. So richtig einen Weg habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß ein bisschen, was mich alles erwartet dort. Weil ich schon mal hier war, war nicht ohne. War nicht ohne. Das da hinten direkt über meinem Kopf sieht so aus, als würde da irgendwie ein Aufzug vielleicht hinführen. Und dass man dann da rumkommt und irgendwie da hoch. Ja. Los geht's. Hast du da oben was gedroppt? Nee. Ah, den großen brauchen wir nicht. Können wir hier rum? Mit dem brauche ich mich auch nicht nochmal prügeln. Hüpfen wir hier runter. Das letzte Mal bin ich hier über die Dächer. Ich glaube, ich gehe wieder über die Dächer. Da war ich schneller unterwegs. Oh, hi. So, darüber können wir nicht. Da hätte ich von dort vielleicht hüpfen können, aber ich weiß nicht, was dort geht. Ja, Wobby, das. Seval. Dankeschön, Mann. Ich bin gerade leicht verwundert. Weil du eben erst vor kurzem, glaube ich, doch mit Prime abonniert hast, aber Dankeschön. So. Hier ist noch ein Loot, den ich noch nicht geholt habe. Ah, eine goldene Rune, nice. Warum kann ich hier rüber? Da hinten sind so ein bisschen, ist ein bisschen Loot und so, aber will ich, glaube ich, nicht unbedingt holen. So, hier unten haben wir jetzt so Rittergedöns. Da müssten irgendwo so Ritter rumstehen.
Ja, da ist zum Beispiel einer. Der hat's mir leicht gemacht. So, jetzt haben wir hier, kommt jetzt so ein hässlicher Baum. Und in die andere Richtung es ist derselbe Entwickler, Wobby. In die Richtung kam irgendwie noch was angelaufen, glaube ich. Ich probiere mal den Baum zu killen. Ich hoffe, hier war jetzt sonst nichts, was mich gleich von hinten snacken will. Ups, bisschen zu. Hä? Lol? Autsch. Na, das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Super, der hat mir das letzte Mal... Fürstenrune. Geil. Der hat mir das letzte Mal ein bisschen Probleme bereitet. Jetzt kann ich mich hier auch ein bisschen in Ruhe umgucken. Da hinten sind Hunde. Ich glaube, durch die Tür da hinten komme ich nicht durch. Oder ich glaube, hier rechts hinter der Mauer wartet ein Hund. Yep. Kann ich die Tür hier aufmachen? Nee. Wann Bloodborne 2, wann? Ja, Bloodborne steht ja auch noch auf meiner Liste tatsächlich irgendwann dieses Jahr. Ich muss wirklich gucken, wie ich das mit der PlayStation regel, ne? Heilig fett. Oh, ne Gnade. Geil. Nice. Kaum geht man mal ein bisschen mit Ruhe an die Nummer ran hier. Ich will mich nicht hinsetzen, weil ich glaube, der Baum respawnt da oben. Kaum geht man mal mit ein bisschen Ruhe an die Nummer hier ran, findet man plötzlich Dinge. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. War so klar, ne? Okay, da hinten steht einer mit einem dicken Bogen. Geht's hier lang weiter? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Doch. Oh, schwer zu sagen. Oh, da unten ist auch noch Zeug. Sekiro, Demon's Souls brauche ich aber auch eine PlayStation für. Oder gibt's das am PC? Nee, ne? Oh, hier sind... Oh, okay, hier ist ein bisschen was los. Thank you.
Oh je. Nee, gegen zwei auf einmal muss nicht sein. Mist. Nice. Wichtig, den so easy gekillt zu haben. Wo ist der Typ mit dem Bogen? Waren das alle? Oder ist dann... Irgendwo ist, glaube ich, noch einer, ne? Ich glaube, der mit dem Bogen... lebt noch. Nee? Oder auch nicht. Okay. What the fuck? Ach so, kann ich hier jetzt auf den Drachen hoch? Dann würdest du... Was? Nee. Nein, das kannst du nicht machen. Okay, hier geht's noch ein bisschen runter. Kanalisation. Kanalisation. Ich bin neugierig, was hier oben geht. Über diesen versteinerten Drachen. Material sammeln. Schotterstein. Verrückt, was hier abgeht. Okay, das sieht erstmal nicht schlecht aus hier. Oben ist wieder mindestens ein so ein Ritter. Erstmal umgucken, ob nicht irgendwie noch eine andere, ein anderer Blödsinn hier ist. Schotterstein scheint was Wertvolles zu sein. Oh, hi. Warum hast du leuchtende Augen? Eine Gnade, nice. Krass, krass, krass. Okay, das sieht gefährlich aus da vorne. Oh Mann, ey, das ist hier ganz schön, hier ist ganz schön was los. Aber ich muss noch viel höher kommen.
Okay, ich glaube, ich kann jetzt auffüllen. Was habe ich denn noch? 6 Stück. Weil zurück gehe ich jetzt erstmal nicht. Dann fülle ich einmal auf. Oh, kann ich leveln? Ich glaube, ich müsste leveln können. Ich brauche mittlerweile 44.000 Runen. Jo gut, dann erstmal nicht leveln. Das da vorne scheint irgendwie so ein halber Bosskampf zu werden. Was geht hier unten? Ist ein Tor. Ein ziemlich großes Tor. Noch eine Rune. Horn des Gesandten. Wo geht's denn da hin? Da irgendwie zur Richtung Haupteingang. Da will ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht hin. Da unten stehen Ritter. Dieser gigantische Drache, der hier liegt. Was auch immer dem passiert ist. Warum konnte ich jetzt... Warte mal, das... Moment. Nee, echt nicht? Bobby, falls du dich fragst, was ich hier tue, in diesem Spiel gibt es Geheimgänge. Für die muss man die Wände verprügeln. Und weil hier gerade so weh... Oh, da ist ein Hebel. Deswegen. Was passiert? Kannst nicht sehen. Ist unter mir wahrscheinlich das Tor aufgegangen, was? Ziemlich sicher. Stockschwert. So, das hier sieht ein bisschen wild aus. Du zählst doch, zählst du als Boss? Du zählst doch 100 Pro als Boss. So einen wollte ich schon mal bekämpfen, der hat mich ganz schön hart verprügelt. Oh, okay, hier geht's runter. Hi, darf ich das hier einfach looten und ihr lasst mich in Ruhe, wie wär's? Nee? Okay, dann nicht. Wow! Ah, diese Powerarmbrust, die ist so ätzend. Okay. Ja. Hoppla. Scheiße. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Thorsten, hallo. Herzlich willkommen. So nämlich. Oh, der hat was gedroppt. Parfümeursbolzen. Okay. Easy first try. Ich bin gerade am Überlegen, ob es Sinn macht, dass ich jetzt doch mal hier runter gucke. Und dann da hinten mal hochgehe. Ja, komm, warum nicht?
Komme ich zwar nicht mehr hoch, aber was soll's. Womit hast du das verdient? Ich darf 20... Auf mich zu beißen, Hund. Darf 20 VIPs küren. Und nachdem gestern dann doch ein etwas größerer Raid reinkam, danke Wobby nochmal an der Stelle, oder das warst doch du, ne? Ja. Habe ich ein bisschen den Chat aus den Augen verloren. Die Leute aus den Augen verloren, die schon von Anfang an immer dabei waren und hier im Stream aktiv waren. Und ich habe mir gedacht, Kiwi war der Größte, das ist doch egal, ihr habt gemeinsam geraidet. Geweihtes Schleifmesser, okay. Ein Hammer. Wait, warte mal, was ist das hier für eine Nummer? Das kenne ich doch hier. Du warst gestern nicht anwesend. Nee, aber bei meinem Schwerte. Also eins kann ich dir sagen, Thorsten. Du hättest gestern deinen Spaß gehabt. Heldenrune 1. Nice. Modpflichten ausgeübt werden. Okay. Cool. Was mich hier gerade so hart verwirrt, das ist der Hub, die Hub-Gegend. Das sieht genau gleich aus. Hier ist die Tafelrunde. Ihr seid, ich wusste, irgendwas ist faul an euch. Irgendwas ist faul an der ganzen Nummer. Ich wusste es. Haben wir dir bei Twitch was freigeschaltet? Nee, ich glaube nicht. Okay, Moment, jetzt muss ich überlegen, will ich hier irgendwo noch... Okay, hier ist auch nichts los. Was hast du? Ach, was war nochmal dieser Fluch des Saatbeets? Ach, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Irgendwer hat mir mal erklärt, was das ist. Vielleicht habe ich auch etwas verwirrtes Zeug geredet, Wobby. weil ich so schockiert von der Gegend hier gerade bin, hat mein Hirn vielleicht den ein oder anderen Aussetzer gehabt. Das kann sein. Also 20 VIPs, um das nochmal abzuschließen. Ich möchte diejenigen, die von mehr oder weniger von Anfang an dabei sind und aktiv im Chat und beim Aufbau des Streams quasi mitarbeiten hier an der Stelle, einfach im Chat auch nicht aus den Augen verlieren, wenn mal mehr los ist. Und habe deswegen angefangen, so ein paar Leuten den VIP-Status zu geben. Wobby ist auf dem besten Weg ebenfalls dahin. Also ich meine, und auch Fluffy seit gestern auch am Start. Mal gucken, ob ich sie vielleicht heute vergrault habe, aber... Und mal schauen, wie oft Bobby noch kommt oder ob ich ihn heute vergraue. Okay. Moment, da ist der Typ, der mich verprügelt hat. Okay, hier sind wir wieder raus aus dem Ding. Gehe ich jetzt doch mal runter. Genau, und der Raid, darauf bin ich jetzt gerade nur zu sprechen noch gekommen, weil Thorsten da, der hätte sich sehr wohl gefühlt bei dem, was da gestern passiert ist. Weil die Leute
schon. Ja, also da war von Anfang an irgendwie so eine Schwert der geheimen Worte. Das klingt interessant. Ich bin ja sowieso ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Schwert. Und das Stockschwert. Aber das ist Glaube und das ist Geschicklichkeit D, Stärke E. Du glaubst es ja nicht, ne? Dieses Anfangsschwert, das ich gefunden habe, ist immer noch für mich am besten. Unglaublich. Aber bei jedem Souls-Teil auch bisher. Die erste Waffe, die ich gefunden habe, war immer irgendwie... Da bin ich bei geblieben. Genau, Sepp sagt's gerade. Und beim Raid ist einfach... Es war einfach wild, was geschrieben wurde, den Leuten, die Leute, es war so direkt so ein... Es war direkt so ein... Der Thorsten, habe ich gedacht, ja, der kann das auch. Solche Dinge von sich geben. Gebet der zwei Finger. Gebetbuch. Wie gesagt, du hättest dich echt wohl gefühlt. Da war richtig... Achso, und das No Way war auf den Fortschritt. Ja, ich habe heute wirklich... Also das war... Heute ging es richtig ab. Bin ich von hier gekommen? Ich glaube, ich bin von hier gekommen, ne? Ich habe ein bisschen Angst, hier ist es zu ruhig. Albridge's Hut, warte, den habe ich doch bekämpft, oder? Ja, klar. Das ist der Typ, der mich angegriffen hat. Ruhig ist immer gut. Ja, klar. In solchen, ja eben, Bobby, genau. Genau das. Ah, ne Gnade. Sehr schön. Ah, und die Gemälde habe ich auch noch nicht abgesucht, ne? Flugunfähiger Vogel. Ich habe drei. Das ist, glaube ich, das dritte Gemälde, was ich in der Art gefunden habe. Fünfer Schmiedestein, cool. Die kann ich wahrscheinlich, doch kann ich aufmachen, aber dahinter ist, da war ich doch in dem Raum, der dahinter ist, oder? Nope. War ich nicht. Ein Hebel, den man nicht benutzen kann. Oh, okay. Ah, geil. Der Kiwi. Da steht eine eiserne Jungfer. Nö. 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 Keine Ahnung, was da ist. Ich will da nicht hin. Wo bin ich eigentlich jetzt? Ach, jetzt komme ich hier wieder raus. Okay. Ha. Ja, dann gehe ich jetzt mal die Wurzel hoch. Doch, willste, sagt der Thorsten. Ist ein subtiler Hinweis darauf, dass es dort eventuell weitergeht oder ein Boss auf mich wartet. Ich wollte jetzt erstmal hier hochgucken. Du magst doch Qualen. was ist er denn für einer?
da oben, das sieht auch schon wieder so wild aus, ne? Aber das ist doch so eine PvP. Das sieht aus wie eine größere PvP-Arena. Das waren doch so PvP-Dinger hier. Da gibt's doch wieder, da gibt's doch bestimmt nur PvP-Quatsch. Immer der Nase nach, Julius. Mach ich. Sorry, Baumwesen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob du gut oder böse bist, aber jetzt seid ihr bestimmt alle böse auf mich. Hier geht's noch runter und dann irgendwo da unten hin. Mein Gott, das ist das reinste Labyrinth hier. Ich glaube, ihr würdet mich gar nicht angreifen, habe ich gerade so das Gefühl. Ah, tschüss, Loot. Bis dann. Ja, Wobby, da hast du übrigens deine Antwort. Kann ich einfach an euch vorbei, ohne dass ihr mich wollt? Ja, sieht so aus. Dann lasse ich euch mal in Ruhe, wa? Okay, du hast ein Problem jetzt damit, dass ich hier vorbeigelaufen bin, oder was? Ey. Hallo, wir sind die Wächter des Erdenburg. Genau so ist es nämlich. Ja genau. Wobby, da hast du deine Antwort. Du magst doch Qualen. Das war vorhin, glaube ich, die Frage. Ist dieses Spiel für Menschen, die auf Schmerzen stehen? Es ist viel zu ruhig hier. Okay, Godfrey, erster Eldenfürst. Alles klar. Du hast eine hohe Reichweite mit dieser großen Axt. Autsch. 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 Okay. Gut. Okay. Ja, der kann gar nichts. Der konnte jetzt nicht so viel. Ich habe zwar alles saufen müssen, aber war gut. War absolut in Ordnung. Der hat viele Seelen gegeben. Holy shit. Vierter Talisman-Slot. Ja, den auch. Den auch. Ich weiß gar nicht, was ich benutzen will. Verstärkt aufgeladene Zauber und Talente. Ich glaube, ich will das benutzen für mein Schwert, oder? Das ist doch ein aufgeladener Zauber bzw. Talent, das hier, die Duellfähigkeit. Was ist hier los? Warum seid ihr tot? Ja, ihr seid alle tot.
Heilig Fett. Okay. Jetzt, man läuft hier so rum und es ist super ruhig und alles gemütlich. Ja, der ein oder andere, der einen mal ein bisschen anknabbert. Und dann kommt man hierher, wird von einem dicken Boss, also der dicke Boss will einen verprügeln und danach ist es wieder ruhig. Stille. Was ist das hier? Will ich hier runter? Ich weiß nicht, wo ich hin will. Guck mal kurz. Hier ist ein Aufzug. Wo führt der mich hin? Easy, sagt der Thorsten. Weiß ich nicht. Bin ich mir noch nicht so sicher. Nee, das ist doch der falsche Weg. Da bin ich doch auch von unten hingekommen, oder? Guck noch mal kurz oben. Weil hier war ja links, ging's glaube ich auch noch weiter. Hier? Ah, hier ist Loot. Okay, Dunkelschmiedestein, ja, nehme ich natürlich. Was ist das hier unten? Der Tod? Nun. Hier gibt's nix. Wait. Wo ist der Baum? Da. Ah. Okay. Sieht ja erstmal. Sieht erstmal gut aus, als wäre ich auf dem richtigen Weg, hä? Huh? Da ist eine Gnade. Wieso ist dort eine Gnade? Ich komme gerade von der Gnade. Nee. Oh nee. Zappel Lady. Kein Problem. Zappel Lady war kein Problem. Gut. Wichtig. Für meine geistige Gesundheit. Lol. Das sieht hier aus wie Dark Souls 1. Segen des Erdenbaums. Ja klar. Sie war nix, Lull. Hier liegt die Göttin drauf, die man behauen kann, abschießen kann. Und dann sich der andere Bereich öffnet. Ganz klar. Okay. Wir haben da oben ein Boss-Tor. Okay. Was wird mich wohl erwarten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass mich dort der End... Warte mal, Moment. Da gibt es noch ein... Da komme ich aus dem... Okay, wait. Ist hier der... Ist hier der Endboss? Nee.
Ich habe jetzt gedacht, ja, das ist halt so eine Zwischenstation und hier geht's noch irgendwo hin. Aber dort geht's über einen ganz anderen Weg. Da komme ich, da geht's ja hier nicht. Da muss ich ja irgendwo da unten entlang. Okay. Ich habe ja auch noch nicht alle, ich habe ja auch noch nicht alle Runen, oder? Warte, bist du Margit? Ich hab dich... Killer habe ich schon mal gehört und Melania ist ja, glaube ich, der Endboss. Radahn, okay. Rykard haben wir. Rani haben wir. Dann fehlen nur die Zwillinge eigentlich. Wiedersehen macht Freude, ja. Böswillige Verräter. Okay. Emboldened by the flame of ambition. Ooh. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth. Last of all kings. Okay. Okay, ich habe das dumpfe Gefühl. Warum klappt? Warum klappt? Kann ich ihn nicht kontern nach dem Parieren? Muss ich da wieder zweimal treffen? Das ist voll mies, Leute. Warum ist denn das jetzt so? Weil es sonst zu leicht wäre, vielleicht. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, was in die Richtung noch geht. Weil da ist ja noch irgendwie Gebirge mit Schnee und allem. Aber das ist nicht der Endboss, das weiß ich. Und mir fehlen ja noch zwei Runen. Autsch. Ja, der Mist ist, dass er jetzt plötzlich mit seinem Magieblödsinn die ganze Zeit reinprügelt. Ah. Eigentlich würde ich ihn gerne parieren, aber... Wenn ich zweimal treffen muss, dann ist das schon hart. Vor allem, wenn er das Magiegefunzel dazwischendurch noch macht und
Warum bist du schon wieder ein Zappler? Warum bist du schon wieder ein Zappler? Okay, Beinchen heben bedeutet, der kommt spät. Ach, diese Magie, dieser Magiequatsch, ey. Ich hasse es ja wieder von alles, von vorne bis hinten. Zu früh gedrückt. Hä? Ich habe ihn zweimal pariert. Muss ich dann ganz schnell drücken? Muss ich ganz schnell drücken? Habe ich nicht so viel, nicht so ein Zeitfenster? Ich habe einfach bisher noch nicht angegriffen, weil normalerweise nach dem Parieren habe ich so ein gewisses Zeitfenster. Ich glaube, ich muss schneller drücken. Put these foolish ambitions to rest. Warte kurz, gleich. Gleich, habe ich gesagt. Jetzt sind nämlich 29.000. Ah, zu früh. Timing. Timing. Zu früh. Zu spät, glaube ich. Lass mich noch ein bisschen probieren an dir. Ach, Mist. Lass mich doch wenigstens meine Heiltränke lang probieren an dir. Bin ich mir noch nicht sicher mit dem Parieren. Ich werde es probieren noch ein, zweimal. Er hampelt zum Glück nicht ganz so krass rum. Es geht, es sind zwischendurch, hat man einen Moment Zeit. Gerade wenn seine Magieattacken kommen, dann ist die Zeit, die man hat, in Ordnung, um darauf vorbereitet zu sein. Außer er haut natürlich eine nach der anderen raus, dann wird's wild. Du Schweinebacke. Dein Timing ist ekelhaft. Dein Timing ist ekelhaft.
Ich hätte Lust, ihn zu parieren. Ich hätte wirklich Lust dazu. Aber das ganze magische Zeug zwischendrin, das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber die Magieattacken, wie gesagt, sind eigentlich langsam genug, dass ich rechtzeitig ausweichen kann. Und dann kommt ja noch eine zweite Phase. Die zweite Phase muss ich mal gucken, wie die ist dann. Oder die dritte Phase. Mal schauen, wie viel es hier am Ende gibt. Es wird auf jeden Fall mehr als eine geben. Sonst wäre der Kampf ja langweilig. Lass mich mein Zeug jetzt looten, danke. Zu früh. Zu spät. Zu früh, aber er hat nicht getroffen. Zu früh. Gebrutzelt. Zu früh. Uff, 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 uff. Okay. Ja, und bei euch so? Ich glaube, ein paar habe ich schon gefragt. Was habt ihr morgen geplant? Habt ihr irgendwas geplant? Morgen Feiertag? Sommerreifen aufs Auto machen. Okay, ja, sowas in der Richtung könnte ich auch noch bestimmt irgendwann tun. Ich will erstmal meinen Loot, danke. Alter. Wie ich gerade das Timing nicht krieg, ne? Chilligen machen. Nice, 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 nice. Sommerreifen, ich glaube dieses Jahr, wie war denn das noch, lassen wir jetzt die Winterreifen drauf, um die abzufahren. Und nächstes Jahr einen neuen Satz, irgendwie so. Der restliche Tag geht irgendwie rum. Ja, das ist sowieso. Training, was gibt's zu trainieren? Welchen Sport betreibst du? Wenn das für dich okay ist, das zu sagen, natürlich. Sommerreifen bestellt. Nice, gut. Also, was heißt nice? Ich meine, das sind Autoreifen. Ich komme nicht aufs Timing, ne? Ich komme nicht... Ah, Simracing Training. Ah, läuft. Du bist da mit Kiwi am Start, ne? Streamst du morgen Abend dann auch?
Ich fühle die Parade hier nicht. Ich krieg keinen. Er ist so kurz. Ich krieg ihn ja pariert, ihr seht es, aber ich krieg keinen Treffer hin. Ich krieg keinen Treffer rein. Musste Alufelgen mitbestellen, hab das Auto erst seit 3 Monaten. Okay. Okay, das ist aber cool dann. Hast du die zu dir nach Hause bestellt? Der arme Postbote. Wobei Alufelgen geht wahrscheinlich einigermaßen. Aber mit Reifen zusammen? Eieiei. Ah. Du Ratte. Wie viele verschiedene Movesets das sind. Oh, mit den Dolchen, das Schwert, der Speer, der Hammer. Dazu sein anderes Schwert in der Hand. Wow. Ach du Scheiße. Kiwi hat ein eigenes Team mit 7 bis 8 Fahrern und wir haben Dienstag und Mittwochs immer Training. Training streame ich nicht. Heute kein Training in dem Fall, heute ist doch Dienstag. Donnerstag nochmal in Takes Two und wahrscheinlich A Way Out. Oh, A Way Out ist auch ein sehr gutes Spiel. 4-Stunden-Rennen, das erste, das wir veranstalten. Nice. Wie viele Moves? Ja, genau. Geht direkt in die Werkstatt, okay. Also, kein armer Postbote. Er hört halt auch einfach nicht auf. Bester Versuch bisher. Die Server waren down. Oh, schade. Das ist natürlich ärgerlich. Dolche werfen, Speer werfen, Hammer von oben springen, Hammer auf mich draufhauen, Hammer um sich rumschleudern. Speer von oben in mich reinstechen aus dem Stehen, Speer von oben in mich reinstechen im Springen. Dolche werfen hatten wir schon, Dolche nach dem Schwertstreich, doppelter Dolchstreich. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Ah, ein Magieschwert hat er glaube ich auch noch, dass er dann im Nachhinein noch hinterher setzt. Boah, uff. Okay, nach dem Hammer ist keine Zeit. Nur vor dem Hammer. Dämlicher Dolch. Dämlicher Dolch. Ach, wie lange er braucht, um den Schlag zu machen. Zusammen live gehen mit Koop spielen. Also zum Zocken ganz cool. Ich glaube, ich würde bei sowas eher, hätte ich glaube ich nicht so viel Spaß beim Zuschauen. Aber diese Koop-Spiele sind wirklich spaßig. Also wenn ihr mal irgendwas sucht oder so, A Way Out ist großartig. It Takes Two, super. Echt gigantische Titel.
Da. Wo finde ich denn Zeit? Oh Gott. Okay, wir haben Phase 2 erreicht. Hit. Dämliche Dolche. Und er rennt mit der Lanze nach vorne. Okay, den hatten wir noch nicht. Das ist neu. Dolche werden geworfen. Lanze wird geworfen. Lanze vorne stürmen. Ich habe keine Ahnung, wo ich, in welche Richtung ich ausweichen soll. Oh, sein normales Schwert. Oh. Text, du fandest du auch nice, ja, das ist echt super. Oh, We Were Here, auch super. Wir gegenseitig blöder anmachen, als wir sind. Ja, die We Were Here und We Were Here Too und We Were Here Together und so, ah, die sind alle super. Ich habe nur den ersten Mal mit einem Kumpel gespielt. Die anderen würde ich gerne mit meiner Freundin spielen. Ich habe aber schon, ich habe sie schon vorgewarnt, das könnte dazu führen, dass wir vielleicht auch uns mal, ja. Mist. Junge, wie schnell willst du geschlagen werden? Ja, bitte, etwas mehr und etwas schneller noch. Scheiße. Keine Pause. Keine Pause. Aber wenn man da einmal im falschen Rhythmus ist, ne? Einmal im falschen Rhythmus. Ah. Die steigern sich sehr von den Rätseln, okay. Ich weiß noch, dass ich glaube, den ersten Teil, den hatte ich in VR gespielt. Und der Kollege war normal am PC. Die kann man auch alle in VR spielen, das ist richtig cool. So, Morgott, war Margit eigentlich dein Bruder oder hast du einfach deinen Namen geändert, Kumpel? Weil wenn Margit dein Bruder war, ja, dann sorry, sag ich mal. Was hier los ist? Ich habe einfach nicht das Timing gerade für ihn. Ich habe nicht das Timing. Mist.
Bei VR bekommst du Motion Sickness. Da musst du, also es kann einmal von der Brille abhängen und vom PC natürlich, der sie betreibt. Mittlerweile, also kannst es ja mal, wenn du mal irgendwo eine siehst, so zum Ausprobieren, probier es einfach nochmal aus. Am schlimmsten ist es halt, wenn das Bild leicht verzögert kommt, dann kommt die Motion Sickness. Und normalerweise sind die mittlerweile echt krass. Aber ich habe nie Motion Sickness bekommen. Ich habe mir meine erste VR-Brille, die allererste, gekauft auch. Die war richtig nice. Hat Spaß gemacht. Okay. Aber er verprügelt mich aber auch mit all seinen Waffen, die er zur Verfügung hat, ne? Anders. Ich weiß gar nicht, wohin ich ausweichen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann kommt, dann denkt man, man hat jetzt eine Attacke hinter sich und dann kommt noch eine hinterher. Keine Zeit für gar nichts. Oh Mann. Puh. Ja. Ja, lehnt euch zurück. Macht euch einen Kaffee oder einen Tee. Das hier wird noch ein Weilchen dauern. Schadenstechnisch mache ich genug. Da habe ich keine Sorgen. Also vom Schaden her absolut okay. Ich könnte mal noch schauen, ob eine leichte Rolle vielleicht hilfreich ist, dass ich auf eine leichte Rüstung gehe. Reicht das schon? Nee. Dann könnte ich mal noch gucken. Und er hat wieder so eine seltsame Reichweite. Der. Ach ja, komm, lass mich halt nicht zuhauen. Mann, ey. Scheiße, bist du schnell unterwegs, ey. Oh Mann, mein Ansturm reicht halt auch nicht. Ich habe eigentlich Ausweichen gedrückt. Das hätte auch durchgehen müssen. Zeitlich gesehen. Ratte. Zu früh. Ach, und dann kommt der Dolch wieder aus seiner Hinterhand, ey. Oh Mann. Ha. Sigh.
Hast du Spaß? Der Spaß kommt dann, wenn er tot ist. Ach, einen halben Zentimeter zu weit weg. Das hätte zeitlich eigentlich wieder hinkommen können. Also heute kein Spaß mehr. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Dieser dämliche Dolch in deiner Hinterhand. Diese Scheißdolche. Okay. Okay, 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 okay. Was macht er? Ist das heilig wahrscheinlich, was er an Schaden macht, ne? Diese Zusatzdinger sind wahrscheinlich Heiligschaden. Haben wir noch eine leichtere als zwei? Nee, ich glaube nicht. Heilig. Noch mehr heilig. Nee, das sind 2,5. 2. 3. Okay, dann ist das noch schwer. Komme ich jetzt echt nicht auf eine leichte Last oder wie? Wollt ihr mich eigentlich trollen? Was ist denn hier so schwer jetzt? Das muss aber ganz knapp sein. Ihr wollt mich doch verarschen jetzt. Kleine Last. Oh, das ist echt nicht viel, ne? 1,7, 1,4. Oh, warte, hier ist noch Quatsch drin, das brauche ich nicht. Immunität, Fokus, Robustheit. Das kann mal raus. Dann bin ich aber immer noch nicht auf der kleinen Last. FP-Regeneration von Himmelstränen erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Nein. Erhöht das Geschick, erhöht die Weisheit. Nein. Das andere Zeug ist doch alles Schmutz, also brauche ich hier keinen Talisman, der ja auch wieder Gewicht ist. Scheiße, ich komme nicht auf die kleine Last, ne? Wegen ein paar Gramm. Na dann kommt eben der Mundschutz weg. So, jetzt gehen wir in einem Stoffkleidchen. Gehen wir in einem Stoffkleidchen auf ihn los und Armbändern, die seltsam aussehen. Mal gucken.
etwas flinker jetzt. Okay. Die Axt. Ja, so bekomme ich weniger Schaden durch seine Zauberwaffen. Definitiv. Ich bin etwas flinker beim Ausweichen, was auch keine schlechte Sache ist. Jetzt ist es allerdings so, wenn er mich mit seinem Schwert trifft, dann knallt's richtig. Was auch minimal ärgerlich ist. Es ist schade, dass mir wirklich, ich weiß nicht, was so viel Gewicht kostet. Pedigree Palon, das erste Mal seit 3 Wochen wieder da und direkt Bossfight. Hi. Schande. Du Saftsack mit deinen Dolchen und deinem ganzen anderen Mist. Ich glaube, da wird jemand böse. Nee. Ah. Okay, okay, das ist neu. Was passiert hier? Yes! Nice! Ah! Huh! Einfach mal ein Kleidchen anziehen. Oh. Danke, Leute. Dankeschön. Nice! Warte, ich kann mit dem reden? Ja, wie siehst du denn auf einmal aus? Dann
Blood Tree wards off all who deign approach. We are all forsaken. None may claim the title of Elden Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Hey Pettigree, Mann, du kannst doch sowas nicht schreiben, wenn ich voll interessiert gerade die Story lese. Muss mich gerade zurückhalten, nicht allzu laut loszulachen. Wait, warum ist das Tor da noch zu? Undurchdringliche Dornen weisen alles und jeden ab. Niemand vermag es, den Erdenbaum zu betreten. Ah, da ist eine Gnade. Okay. Wie viel Loot habe ich denn gekriegt? Oh, ein bisschen was. Hey, du wieder! Unable to enter the Erd Tree, no? Mm-hmm. Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Ah, okay. I can set the Erd Tree aflame and guide what? You down the path to becoming Elden Lord. Ah. Die andere Hälfte oder ein ganzes? Ey, Wobby, danke, dass du... Schön, dass du da warst. Danke fürs Einschalten und dir auch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Medaille von Rold. Habe ich die erste Hälfte schon bekommen gehabt? Kann sein. Eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert. Ey, das konnte ich doch selber machen. Jetzt muss ich wieder mit dir quasseln. Okay, ich muss in die Richtung. Dafür muss ich hier hinkommen. Was? Ey, ich habe echt gedacht, dass ich noch viel länger an dem zu beißen habe. Mir war das so, oh Gott, der verprügelt mich hart. Der verprügelt mich hart, was mache ich nur? Der nächste Boss, an dem ich mir die Zähne ausbeiß. Und dann kam der Moment. Der Moment, als er diese Schwerter vom Himmel hat fallen lassen. Da habe ich ja Zeit. Warum renne ich denn da weg? Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt nochmal die Duellfähigkeit und nochmal. Und dann war er gestunt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gibt's den Stunlock. Ich Duellfähigkeit dich jetzt so weg. Und es hat funktioniert. Die dritte Phase war gar nicht... Er konnte die dritte Phase erst starten, als er nur noch ein Fitzel Leben hatte. Und das war, glaube ich, mein Vorteil an der Stelle. Ich glaube ansonsten, wenn er die dritte Phase bei einem Drittel seines Lebens gestartet hätte, dann wäre es das gewesen für mich, glaube ich. Weil das sah jetzt schon auch wieder wild aus. Er ist viel schneller geworden oder hat seine Attacken schneller hintereinander abgefeuert. Vor allem die mit den magischen Waffen.
war ein ganz cooler Kampf. Am Anfang ein bisschen schwierig zum Lernen, aber insgesamt eigentlich ganz nett. Der wäre bestimmt noch ein bisschen heftiger gewesen, wenn ich ihn am Ende nicht so Glück... Ich weiß nicht, war das Glück? Ist der gar nicht so schwer? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben unter YouTube. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.